So, da sind wir auch schon wieder hier bei Graveyard Keeper. Ich habe nachgeschaut. Wir sollen also im Keller brauen können. Ich weiß jetzt bloß nicht, im Kirchenkeller oder direkt bei uns. Ich hoffe, es ist direkt bei uns, weil in der Kirche haben wir nicht mehr so viel Platz. Und. Okay. Ich denke, wir sollten das alles bauen, oder? Ein Gärungsfass. Ein Brauplatz. 24 Steine. Ich hole mal ein paar einfache Eisenstücke und ein paar Steine. Warum kann ich das nicht da hinten bauen? Das ist nämlich das nächste Problem, der Platz. So, das nehme ich mal alles mit. Einfache Eisenstücke weiß ich zufälligerweise, haben wir sowieso nicht mehr. Da stellen wir mal kurz ein bisschen was her. Wir haben mehr als genug Brot. So. So, muss erstmal reichen. Wir müssen dringend wieder Honig holen. Okay. Das ist wirklich doof hier. Aber gut. Meinetwegen. Gärungsfass. Könnte man mal hier hinten machen. Ich muss mal schauen, wie das dann ist. Packe ich da einfach meine Eimer voll Traubensaft rein. Okay, das scheint es generell nicht zu sein. Ich werde wohl ein Weinfass brauchen. Ja, und hier ganz einfach ein Humpen Bier. Oh Gott, wir brauchen auch Weizen. Aber gut, das werden wir hoffentlich früher oder später hinbekommen. Was brauche ich jetzt für das Weinfass? Nochmal Nägel und auch nochmal Balken. Okay. Vorher mache ich das hier schnell fertig. Ich habe keine Ausdauer. Och Mann. So, nur dass das hier schon mal alles losgetreten ist. Dann lege ich mich halt schlafen. Auch gut, wir können danach direkt wieder predigen. Fehlt uns bloß noch die nächste Leiche. Wobei ich ganz ehrlich das Gefühl habe, wir kriegen immer weniger Leichen. Irgendetwas stimmt hier nicht. So, das hier müssen wir auch noch aufschneiden. Wie war denn das eigentlich mit den Burgern? Was braucht man noch? Zwiebeln. Sollten wir bekommen. Und das sogar relativ stressfrei. Eigentlich könnten wir direkt ein paar Burger herstellen. Sollten wir vielleicht auch machen. Einerseits natürlich fürs Geld, andererseits den einen oder anderen Burger können wir doch bestimmt auch für uns behalten. Aber zuallererst haben wir hier noch zu tun. Denn ich möchte Bier und Wein selber herstellen können. Das lässt sich nämlich echt gut verkaufen. Und danach müssen wir auch ganz dringend unser Inventar mal wieder aufräumen. So, Weinfass. Ich würde halt das andere Fass da tatsächlich gerne fast wieder abreißen. So, kommt jetzt einfach hier mit zur Brauerei. Bitte lass meine Ausdauer reichen. Bitte, 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 bitte. So, Rotwein. Braucht zwei Eimer Traubensaft.
Das kriege ich hin. Oh Gott, ich dachte schon, ich bin gefangen. Das wäre jetzt wirklich nicht lustig. Ja gut, eigentlich schon. Zumindest ein bisschen. Wie schaut... Wir haben schon wieder zwei Leichen. Oh. Verdammt. Das habe ich wohl nicht so ganz bedacht. Dann wird das auch nichts mit dem Zombie. Jedenfalls nicht aktuell. So, Zwiebeln. Wir können jetzt immerhin zweimal herstellen. Die hier könnten wir eigentlich komplett mal essen. Brauche ich sonst irgendwas unten im Keller? Ich glaube eigentlich nicht. So, das heißt, Holz können wir aufräumen. Ein bisschen Kohle sollte ich mal mitnehmen für die Brauerei. 100 sollten da sehr lange reichen. So, einfache Eisenstücke und Nägel werde ich gerade hoffentlich mal nicht brauchen. Die Steine werde ich gerade, glaube ich, auch nicht brauchen. Danach gehen wir predigen. Was ich ja eigentlich machen wollte. Dafür wollte ich ja die Kürbisse. Wir brauchen Brennholz. Damit wir endlich wieder Leichen loswerden können. Beziehungsweise nicht nur, damit wir sie loswerden, sondern in erster Linie, damit wir neue bekommen. Das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig. Ach, wir haben hier einfach so viel zu tun. Ich wünschte, wir hätten einen Zombie-Doktor, der für uns auch diese Arbeiten macht. So, zweimal. Dann packen wir die auch direkt hier rauf. Und dann kümmern wir uns erstmal um neuen Glauben. Das wäre mir persönlich gerade am wichtigsten. So, das können wir mal schnell mitnehmen. Dankeschön. So. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche, die ist nämlich wirklich klasse. Ja, und jetzt lasst uns um diesen Segen beten. Oh, oh. Okay, einer kam direkt zu mir. Ja, und wie, ihr seid heute wieder so knauserig, ja? Schmeißt mal ein bisschen was rein, Jungs und Mädels. Das erkennt man unter den Kutten immer so schlecht. So, 16 Glaube. So, das kann hier rein, das... Warte mal, das kann eigentlich alles hier rein. Für den Dünger. Wachstumsbeschleuniger, Geschmacksverstärker. Wachstumsbeschleuniger und Geschmacksverstärker. Wo kriege ich Lebenslösungen her? Was brauchte ich dafür?
Hirn. Toll. Und für Geschmacksverstärker. Da können wir ein bisschen was herstellen. Sehr gut. Sollte dann hoffentlich reichen, dass wir genug Golddünger haben, um die Zombiefelder aufzuwerten. Hoffe ich zumindest. Ja, wobei 40 Dünger ist halt eigentlich gar nicht mal so viel, ne? Wenn wir ehrlich sind. Ich denke nicht, dass das reicht. So, das können wir aufräumen. So, Fleisch haben wir alles. Ich hole direkt die Zwiebeln. Wir machen Burger. Einmal ein paar für uns und ein paar für unseren Imbissstand. Zwiebeln sollten wir eigentlich inzwischen mehr als genug haben. Ich nehme alles mit. Scheiß drauf. Ja, so eine Zombie-Küche wäre halt wirklich praktisch, ne? Das Blöde ist, ich muss jetzt wieder jeden einzelnen anfertigen. Ach, das ist doch nicht wahr. Das kann doch alles nicht sein. Und morgen kommt schon wieder der Händler. Ich muss wieder Kürbiskisten anfertigen. Ganz dringend. Okay, aber ich krieg immerhin direkt 4 Stück. Das könnte sich schon lohnen. So. Vor allem, weil wir halt gerade auch wirklich viele herstellen können. Ich habe sogar fast die Befürchtung, ich klumpe damit erstmal das ganze Inventar voll. Achso, nee, mehr kann ich nicht, weil wir kein Fleisch mehr haben. Gar kein Problem. So, wie viel füllt er auf? 48. 24 Burger haben wir. Damit kann ich leben. Dann würde ich das schon mal zum Imbissstand bringen. Wenigstens ein paar. Da können wir, denke ich, heute im Laufe des Tages ernten. Was halt auch praktisch wäre. Ich denke nur, Hopfen müssen wir nochmal machen. Da wird der Große jetzt maximal Silber sein. Das wird hoffentlich trotzdem schon verkauft, oder? Ich gehe zumindest davon aus. War halt jetzt nicht wie bei der Karottenkiste, dass da irgendwie noch eine Anzahl steht, wie oft wir das schon drin hatten. Aber ich weiß es, es waren 4. Wart mal, nur 2 Silbersamen? Gott, kann doch nicht wahr sein. Toll. Dann wenigstens die silbernen Hopfensamen. Wein ist noch nicht so weit. Hm.
Dann lasse ich das auch erstmal hier. So. Dann sollten wir uns mit den nächsten Leichen auf jeden Fall auch um den Dünger kümmern. Das läuft auf jeden Fall noch sehr lange, sehr gut. So, und da morgen verkauft wird, schaue ich jetzt gleich, ob wir noch... Oh, da ist die nächste Leiche. Ah, der nächste Zombie eigentlich. Trotzdem machen wir hier erst Gemüsekisten. Nochmal zwei. Ärgerlich, dass wir bloß vier Stück verkaufen können jetzt. Weil diese Kürbisse werden auf jeden Fall nicht mehr rechtzeitig fertig. Wir könnten zwar auch mal ein paar Goldzwiebeln verkaufen. Ah, und ich kann gar keinen Zombie machen, es sei denn, ich nutze jetzt einmal Blut für den Zombiesaft. Was ich ja eigentlich gar nicht unbedingt will. So, das Hirn brauchen wir. So, jetzt bin ich nämlich... Von wegen, man kriegt weniger Erzepfusch. Schädel brauche ich ja gar nicht mehr. Ich nehme nochmal Fett mit, weil wir auch wieder Kerzen brauchen. Warte mal, wenn der bloß rot hat, ganz ehrlich, weg damit. Der Erzepfusch ist halt nicht so gut. Da können wir die Leiche genauso gut direkt verbrennen. So. Dann wollen wir mal an Dünger arbeiten. Hier machen wir eine Lebenslösung. Kein Bock, das jetzt selber zu machen. Den Geschmacksverstärker. Wir brauchen giftige Lösung. Was brauchten wir für die giftige Lösung? Pilze. Das wäre ja nicht das Problem. Den Rest haben wir alles. Das Problem ist bloß, wir brauchen ja hauptsächlich erstmal das Silberne. Ich finde es halt auch doof, dass man den Silber nicht auslassen kann und einfach direkt Gold macht. So, Wachstumsbeschleuniger. Was war hier nochmal das Problem? Ach, können wir schon. Immerhin vier Stück. Sollten dann, denke ich, auch für 40 mal Dünger reichen. Und dann brauchen wir hier unten auch wieder Torf. Sollte zumindest mal für die Felder am Weinberg reichen. Der Rest, ja, gerade eher uninteressant. Wir könnten vielleicht auf einen Zombie hinarbeiten. Das wäre nochmal sinnvoll. Ein Blut können wir ruhig nutzen, oder? Wir hätten niemals aufhören sollen, Blut abzuzapfen. Ich weiß gar nicht, warum ich damit aufgehört habe. Wahrscheinlich einfach aus Faulheit. So. Der nächste Angestellte ist uns auf jeden Fall sicher. Ekliges Wetter. Ach, weißt du was? Komm, wir haben genug Zwiebeln. Wo ist Goldkiste mit Zwiebeln? Oder Linsen? Die Linsen braucht er eh nicht mehr. Das können wir verkaufen. Zwiebeln bräuchten wir
Halt auch 44. Ach, deshalb hat man die Kürbisse, weil wir davon am wenigsten brauchen. Dann sollte das vielleicht auch erstmal so bleiben. Was steht noch an? Noch mehr Burger, gegebenenfalls. So, hier gleich nochmal den Aufschnitt. So, das durchbrutzeln. Wir müssen hier auch trinken. Ich habe ja noch Honig. Ich wollte gerade sagen, ich muss hier dringend irgendwie Platz machen. Die Kohle würde ich gerne gleich loswerden. So, 1600, das reicht auf jeden Fall eine ganze Zeit lang. Asche und Salz können wir loswerden, genauso wie zwei weitere Sparbriefe. So, das kann hier rein. Ich räume noch schnell auf. So. Holz ist auch schon wieder voll. Komm, düngen geht noch ganz schnell. Könnten wir zwar auch morgen machen, aber bis morgen habe ich das doch schon wieder vergessen. Dafür ernten wir erst morgen. So, das hier ist schon Gold. Einmal, zweimal. Wenn wir hier oben schon mal alles geupgradet haben, bin ich glücklich. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag. Mach's gut und ciao, ciao.